Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Ich glaube, ich habe gerade übersteuert. Life is strange before the storm. Ja, müssen wir erstmal richtig hinsetzen, ey. So, ich glaube, das geht. Eigentlich nicht. So, jetzt dürfte gehen. Weil der Waldbrand ist immer noch nicht komplett gelöscht. Aber wurde ja auch gesagt, ist nur zur Hälfte irgendwie gelöscht oder so. Oder unter Kontrolle, sagen wir so. Und hier wird heute Abend die Aufführung sein. Von der Sturm. Ui. Da wird noch geprobt, wie es aussieht. Das ist der Lehrer, ne? Ja, ich glaube, das ist der Lehrer. This day has been so messed up. At least I can talk to Rachel now. If I can find her back here. Ja, wenn du sie findest. Okay. Scheiße! Erinnerst du dich an den einfachen Job mit Frank? Ja, von wegen. Er schnappte, was? Erst schnappte ich mir Samuels Schlüssel, dann nutzte ich meine Jedi-Kräfte, um an Skip vorbei und ins Wohnheim zu kommen, ich redete über weibliche Organe, bis er ausflippte und mich reinließ, machte einen kurzen Abstecher in Elliots Zimmer und las seine Gedichte. Der Typ hat Gefühle. Für mich, denke ich. Ich bin geschmeichelt? Ja. Jedenfalls fand ich das Geld, doch dann tauchten Drew und Mike hier auf, gefolgt von Franks psychopathischem Boss Damon. Hast du schon mal jemanden getroffen und hattest sofort den Instinkt abzuhauen? Ich nicht, bis heute. Damon hat Drew furchtbar verhauen, weil er ihm Geld schuldete. Oder schuldet. Ich blieb bei Mikey, wie Drew es wollte. Es war grauenhaft. Ich glaube, Damon brach Drew echt das Knie. Danach behielt ich sein Geld. Nicht sicher, warum. Ich brauche das Geld, um zu verschwinden, aber es hat sich gar nicht gut angefühlt. Es war alles so abgefuckt und der abgefuckteste Teil, dass ich etwas damit zu tun hatte. Chloe, Dieb und allgemein schlechter Mensch. Ja gut, uns fehlt noch eine Person. Verbringst du einige Minuten mit Damon Merrick, merkst du sofort, dass er ein friedliebender Typ ist, der in seiner Freizeit gärtnert und Einhörner und Regenbögen liebt. Oh, außerdem Leuten die Kniescheiben zertrümmert. Es sind die einfachen Dinge im Leben, die am meisten Freude bereiten. Ehrlich gesagt weiß ich nicht sonderlich viel über den Typen. Ich weiß, dass er Schulden eintreibt, sein Name überall in der Mühle geschrieben steht und dass er womöglich sogar Frank Angst einjagt. Ich glaube, sie arbeiten zusammen, aber anders als Frank bellt dieser Hundesohn nicht nur, er beißt auch. Jeder in der Mühle scheint ihn zu kennen, aber stellt man Fragen zu seiner Person, machen alle dicht. Und man muss schon besonders abgefuckt sein, um das kriminelle Gesindel von Acadia Bay so einzuschüchtern. Nur eines versucht mir jeder klarzumachen, der Typ ist schlechte Neuigkeiten. Okay. Chloe, Steffi, ich bin auf dem Weg zum Krankenhaus. Mikey hat mir erzählt, was passiert ist. Armer Drew, ich stehe immer noch unter Schock. Danke für das, was du getan hast. Ich habe nichts getan, du hast Mikey gehalten. Er hat's mir erzählt, es hat ihm viel bedeutet. Okay. SG. Must be Steph. Sucks that she has to miss this. Chloe Price presents Firewalk Laser Light Spectacular. Yeah. Vielleicht ist sie ja an Franks Rolle dran. An Steffs Rolle dran, so. Dass sie dann die Lichter bedienen muss. Das wäre so cool. Hey, Hayden. Das wäre so cool. Address me as Ferdinand, good lady. All right. Hey, Ferdinand.
Sup, Chloe. I mean, sup, fair maiden. Great, method acting. Really? Thanks. Ja, was geht, Holdemaid? Samantha. That's some shameless eavesdropping there, Samantha. Hey, Samantha. Shh. Nathan, please. I can't do it, Dad. I'm sorry. Keep your voice down. Now listen to me. You don't understand. They all hate me. They're just gonna laugh at me. Why do you suppose that is? I don't know. Because you show weakness. Just like you're doing right now. But Dad... When will you learn that this isn't about you and your problems? This is about the Prescott name. My name. You will not embarrass me. Nathan. Yes. Good. Now. Alter. Break a leg. I'll see you after the show. Hey. Great pep talk, Mr. P. Everyone knows the best way to instill confidence in someone is by intimidating them. I don't know who you are, but mind your own business. I'd love to. Don't you have, like, a private bunker filled with gold coins where you could have these conversations? Nathan. Fuck! Alles klar. Hey, Nathan's dad is some asshole, huh? I know. I wish he'd just go away and leave him alone. Nathan's dad sucks. But you should be careful what you wish for when it comes to parents. Oh, Chloe, I wasn't thinking. I'm sorry. For what? You didn't kill my dad. Or did you? That was a joke. I know. Your dark sense of humor reminds me a lot of Nathan's. Actually, the two of you are really similar. What the hell does that mean? I'm serious. You're both artistic and surprisingly sensitive. You've been through a lot, and a lot of people unfairly judge you for it. I think you stood up for Nathan yesterday because you know what he's going through. Nathan's hurt and he needs help. But whenever I try to help him, it always seems to make things worse. If you were Nathan right now, what would you want me to do? Oh. When I'm super pissed, the last thing I want is someone trying to calm me down. But maybe it's what I need. Nathan acted like he didn't want our help yesterday. But trust me, he was glad we did. Wow. Thanks, Chloe. That's actually super helpful. Yo, können wir mit dem Nathan reden? Nathan. Voice changing tent. Thanks. But no thanks. No way in hell I'm going up on that stage. Okay. Gucken wir mal die Tafel an. Slut shaming? Sluts shame themselves. Another witty rebuttal by VC. Ja, Victoria Chase, ne? See? Another reason to be thankful for my recent life change. Ich glaube, ich habe einen Mückenstich am Nacken. Lol.
Keine Drogen in der Schule! Die Blackwell Academy verfolgt eine strikte Politik gegen Drogen auf dem Campus. Lass Drogenmissbrauch nicht deine Zukunft gefährden. Die Blackwell Academy, die Polizeibehörde von Acadia Bay und das Staatsanwaltsbüro von Acadia Bay. Alles klar. Drew seems to be the captain of every Blackwell sport. Man, I hope he's okay. Die Otter, Blackwell Wasserpolo. Blackwell Academy Wasserpolo, Kalender 2010. Captain Drew North. Dein Ernst? NSSS. Sports okay. Just look so exhausting. Los, Otter, los! Yeah! Go, Otter! Woo! I've already seen what happens when Rachel plays with fire. Rachel plus swords? Should be fun. Your? Hey. Sup, Mr. Keaton. Why, if it isn't the muse of the Blackwell Drama Department. Tell me, young lady, do you still believe true love exists? Sure, I think so. But it's a lot weirder and scarier than poets and pop songs make it out to be. You might be surprised, my dear. Budding dramaturge, may your propitious appearance counteract the tragedy of Stephanie Gingrich's sudden recusal. An emergency, she says. Word. Stephanie was our lion of the light board, but platitudinal though it may be, the show must sojourn forth. The show must go on. Is weird. Wenn wir daran jetzt wenn wir jetzt mal rumspielen. Ach, scheiße. Können wir nicht sagen, jo, wir wollen das machen? Best find your seat, my dear. Showtime approaches. Ach, Mann. Schade. Das wäre so cool gewesen. Wie läuft's mit einer super langen Besorgung? In Drews Zimmer ging verrückter Scheiß ab. Richtig übel. Oh nein, geht's dir gut? Willst du darüber reden? Ja, später. Mach dir keinen Kopf, bis das Stück vorbei ist. Ich bin hinter der Bühne. Super, bin auf dem Weg. Gut. David's garden. After all the work Steph did, it's amazing that she would drop everything to be there for Mikey. Schon krass eigentlich. Hallo Dana. Hey Dana. Did Doug dig David's garden or did David dig Doug's? Did Doug dig How David's garden know? Or did David? Did Doug dig David's garden? Or did David dig? Alles klar. Rachel? Victoria. Whatever that was, it was shady as shit. I need to find whatever Victoria slipped into that drink. Ich habe gerade mit Damon gesprochen. Er meinte, er musste deutlich werden. Hat dich nicht gesehen. Was ist los? Hast du das Geld gefunden? Bryce, wo ist das Geld? Das ist ernst. Hör auf rumzulabern. Herumzualbern. Wenn du nicht tot bist, antworte. Wir treffen uns morgen mit Antworten. Alles klar, er gönnt sich halt, Alter. Oh. Muscle relaxers? Alles klar. Hurry now before your tea gets... What are you doing here? This area is for cast and crew only.
Or are you only here to try and sabotage the play like you sabotaged my homework? Ugh, God, you're pathetic. I'm here to support Rachel. How nice. I want to make sure she's relaxed before the show. Whatever. Oh, Rachel Amber. It was customary among the thespians of ancient Greece for the understudy to offer hot tea to the lead actress on opening night, as a way of showing appreciation for her tutelage. It is in that spirit that I offer you this beverage. May it help to reveal the essence of your talents for all to see. Wow. That, thanks. Hold up. Did you hear that? Hear what? I didn't hear anything. Oh, I hear it now. It sounds like Mr. Keaton's calling for you. He is? Oh, he probably wants my thoughts on the set dressing. Okay, don't go anywhere. I'll be right back. What's going on? Bitch dosed your tea. That is the least surprising thing ever. What should we do? Tasten tauschen wäre doof, oder? Let's ask Victoria what she thinks. The direct approach? Kinda my style. I do love your style. Mr. Keaton's busy with Nathan. I'm sure he'll call in my aesthetic sensibility soon. In the meantime... Victoria, Chloe says you tried to drug me. That true? What? Of course not. A dropout Chloe is clearly directing her misplaced anger at me. I'm sorry your life is a mess, but it's not my fault, okay? Chloe, Victoria is my friend. She would never do anything to sabotage me. Then she should prove it. Drink the tea. What? I wouldn't dare insult Victoria's integrity like that. Then again, if that's what it'll take to convince you that Victoria is a good and caring person, fine. Come on, Vic. Put dropout Chloe in her place once and for all. Oh, happy? So happy. Ugh, whatever. If you're done accusing me of things, I'll just be on my way. Bitches. Wow. Saved my ass again, Price. All in a day's work. And this has been a particularly batshit crazy day. Sweet Tarnation, we're ruined. The show is ruined. That was quick. My dear young artists, a misfortune most unkind has befallen us. Juliet is waylaid. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our Ariel. Would that she could but manifest on her master's whim as a true spirit. Alas, devoid of an understudy, the situation is a dire one indeed. I'm afraid we may have to cancel. Truly, we are a cursed lot. Even my prodigious imagination cannot conceive of a worse turn of fate. Ah! Touché. Gut gekontert. What? Oh, no. Mr. Keaton. No. Chloe could step in for Juliet. No fucking chance. At least until the road's clear. The romantic. She's the right fit for Juliet's costume. She is indeed. Tell me, my dear, have you ever acted before?
Ja, no, aber nicht gut. No. She's being modest. We play improv games all the time. And she's fantastic at it. My dear, what if I told you that the entire fate of the production rests upon your slender shoulders? I'd say you're super fucked. Chloe, please. For me. Okay. Damn it. I can't believe Rachel's talked me into this. So. I seriously have to memorize all of this? Thanks, Rachel. Heil, große Herrin und Meisterin, heil, ich komme, um deinen Wink zu dienen. Ich entehrte das Schiff des Königs, in jegliche Kajüte sprüht ich Verderben. Der Schwefeldampf, das laute Krachen, schien den mächtigen Neptunus zu erschüttern. Nicht eine Seele, der Sohn des Königs, Ferdinand, er sprang zuerst, schrie, die Hölle ist los, all ihr Teufel hier! Kein Haar gekrümmt, wie du befohlen, zerstreut, ich sie auf dem Eiland in Truppen. Noch mehr Arbeit gibt's, lass an dein Wort mich mahnen. Meine Freiheit, meine noble Meisterin. Alles klar. Why does it feel like Steph is mocking me from afar? Komm, beschminke bei mir oder Mr. K vorbei. Chloe, die Aufführung fängt an. Wir haben tolle Plätze. Wo bist du? Oh, du wirst schon sehen. Haha. The only thing worse than looking at spandex is being forced to wear it. Kann ich hier noch irgendwo was hinmalen oder so? Das wäre echt ganz nice eigentlich. Ich glaube nicht. Notiz. Looks like I'm late. As usual. Ja, ein bisschen zu spät für Make-up und Garderobe. Okay, Leute, ich glaube, es heißt gleich, ich kann speichern oder speichert. Ja, perfekt. Perfekt, Leute. Sehr nice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Bart. Ich freue mich auf Chloe als Schauspielerin. Oh mein Gott, das wird geil. Ja. Wir sehen uns bei das nächste Bye. Mal wieder. Out the rain.